Na gut, meine Damen und Herren, dann gehen wir mal rein in Jansky. Was gibt's denn hier bei Pleiten, Pech und Pannen? Moin Moin Leute, Gamba hier und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Noah sammelt fleißig Warnings. Digga, ich hab... Sascha hat keine Lust mehr. Gamba hat aber auch ein neues Mikrofon. Schön, Gamba. Geil. Und Engel ist mittendrin schon nur dabei. Da müssen... vorkommen, aber ganz doll. Und zwar ganz schnell. Was für ein Joke? Ist ja wirklich lächerlich. Sauber, Leute. Barcelona. Beim Start. Man kennt's nicht anders. Sauber, Leute. Oh! Absoluter Win! Lol, bist du bescheuert oder was? Alter, diese Leute, ne? Ja, ging irgendwie einfacher erwartet mit dem schnell vorkommen. Oder meine ich das nur? Übrigens, ganz kurz mal, ich finde das schön, dass hier Fanatec-Werbung ist und dann steht hier Mosa. Das haut irgendwie, also für mich haut das nicht ganz so hin, aber es ist mir gerade mal so aufgefallen. Witzig, aber geil, Gumball. Das ist auf jeden Fall absoluter Win. Schnell vorkommen, oder meine ich das nur? Alter, so lange seid ihr alle gesehen, wirklich. Was hat? Keep it within the track limits. Was ist das? Ist nur LFM Dailies, glaube ich, oder? Denke ich? Clear left. Barcelona, die Woche, die man skippen kann. Nein. Right. Oh, ich fühle das gerade so sehr. Hilfe, was ist das? Das hat aber, warte mal kurz, das hat aber hier auf dem Dings hat das schon jemand anderes gemacht. Guck mal hier. Moment, das hat schon jemand anderes probiert. So wie das aussieht, hier war da schon jemand anderes auf demselben Weg. Hilfe, was ist das? Was mache ich denn? Nein! Uff. Yikes! Wirklich. Oh, mein Elo. Da konnte ich jetzt aber wirklich nichts für. Da konnte ich wirklich gar nichts für. Please, no! No! Das war knapp. Alter, was passiert hier denn? Nein! Er fährt einfach rückwärts. Oh, armer Mercedes. Gib mir ein Switchback. Nope. Nein, von dir beide. Ja. Hey, halt einfach trotzdem rein. Mann, was macht ihr denn? Halt einfach rein. Gott, ey. Oh. Gott, ist der lahm. Sorry. Es ist so hohl. Es ist unglaublich hohl, Alter. Heilige Scheiße. Es gibt echt so Strecken. Es ist wirklich auch scheißegal, in welcher Sim das ist. Wirklich. Es spielt keine Rolle, welche Sim. Es gibt Strecken, die lässt man einfach aus. Unter anderem Barcelona und Kyalami. Die kannst du einfach auslassen. Die Woche kannst du krank sein, meldest du an, ich hab Schnupfen, bin nicht da. Heilige Scheiße. Wie blöd war das? Wusa, Wusa, Wusa. Danke, Liste, ja. Ach ja, neue Wii. Warte mal kurz. Uff. Und mit 0,22 im Delta. Ui, ärgerlich. Oh, das ist ärgerlich. Ach ja, neue Wii-Base. Oh ne, Sascha hat eine Simu-Cube. Warte mal, Crodonas war Sascha, ne? Crodonas hat jetzt eine Simu-Cube-Wii-Base. Hallo, Crodonas, falls du das sehen solltest und dir das hier anguckst, weil ab und an schreibst du ja auch in die Kommentare. Wie ist es denn? Ich hoffe, schön. Also jetzt wirklich. Ich hoffe, dass das für dich jetzt eine neue Welt ist. What? Ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Ja. Mann, ey, was ist denn auf dem Tag, Alter? Oh, Junge, der McLaren. Oh nein. Ja, der Ferrari ist halt in mich reingefahren, ne? Was willst du machen?
Oh nein, ich bin vom Pedal abgerutscht. Hui! Oh, aber schön reagiert von allen. Ich bin vom Pedal weggerutscht. Oh, mein Schuh. Ach du Scheiße. Das hätte ich gerne in der Pedalcam gesehen. Das hätte ich gerne in der Pedalcam gesehen. Das war noch nicht passiert. Sorry. Ja, kommt mal vorbei. Ich wollte da gar nicht reinhalten. Ich bin Batman. Es gibt keinen Content. Ich wollte das nur mal so vorab gesagt haben. Wow! Hm. Ja, natürlich auch eine Warning. Natürlich habe ich eine zweite Warning! Boah, Paul Ricard ist einfach so scheiße. Was ein Kackstart! Okay, wir fangen kein... Was? 295? Huh. Was ist denn da los? Ja. Was ein Kackstart. 97, was? 98 Klamotten? Holy shit. Okay, wir fahren keine 300. Jetzt hat die Wissenschaft herausgefunden. Oh, Zachary. Das wäre passiert, wenn du 300 gefahren wärst, Kappi. Holy hell. Der Delfin holt mich einfach immer ab. Nein. Ganz ehrlich, ich hätte gerne zwei von den Cuts abgezogen bekommen, wegen diesem Scheiß am Start. On your right. Still there. Clear around. All right. Boink. Hold your line. Yellow flag, stay sharp. Forget about that, it'll probably just polish out. Wow. Das LKW-Ding. Wow. Wow, 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 wow. Naja. Hallo? Hallo? Hey! Still there. Hey! Clear left. We just cut the track. The bodywork's in pretty bad shape. We might need to fix that. Die schroffe Bremse bewegt sich keinen Moment. Bam! Yellow flag. Okay, Sasha. Ja, das Problem ist an der ganzen Sache. Ich habe einen kleinen Kick geklickt nach rechts, dann habe ich ein Stück zurückgelenkt, um wieder auf die Linie zu kommen, und dann habe ich ihn getroffen. Also, an sich ist es kein Report wert, aber die ganze Situation, wie das angefangen hat, war halt super unnötig. Wichtig ist, clean zu bleiben, keine Warnung. Ja, das Problem ist... Bin ich jetzt der Einzige, der das so sieht, als wenn er das selber verursacht hat? Also von Anfang an? Hm. Ja, das Problem keine Rennleitung. Das Problem ist an der ganzen Sache... Der BMW, Alter, der gibt mir richtig Kraft. Der BMW am Ende gibt mir richtig Kraft, Junge. Einfach nochmal volle Rotze reingeknallt, Junge. Ich habe einen kleinen Kick geklickt nach rechts, dann habe ich ein Stück zurückgelenkt, um wieder auf die Linie zu kommen, und dann habe ich ihn getroffen. Also an sich ist es kein Report wert, aber die ganze... Die Jutke-Perücke ist nicht da. Ich kann auch die Jutke-Perücke gerade nicht holen, und ich möchte auch in dem Jansky-Video nicht die Perücke aufsetzen. Wie das angefangen hat, war halt super unnötig. Wichtig ist, clean zu bleiben, keine Warnings. Boah, das wird eine Challenge in 4,5 Stunden mit Müller, ne? Ja, mein Stream. Hallo Mabix übrigens, ich bin's. Dein Fellow Content Creator Kumpel Dizzy. Mabix, ich habe seit kurzem einen Drucker. Ich würde dir gerne was Gutes tun. Sagst du mir Bescheid? Ich druck dir gerne eine Halterung für dein Stream Deck. Das ist hier, also. Das sieht so unschön aus. Ich denke, damit könntest du noch ein bisschen was rausholen. Sag einfach Bescheid, Mabix. Ich mache dir das gerne. Sehr gerne. Ich schicke dir das dann per Post rüber. Gegen ein paar Socken von Polsetter. Das.
Wollen wir einen Tausch machen? Das wäre cool. Würde ich mich sehr freuen. Ich finde es übrigens auch nicht okay, dass du mit den Handschuhen deinen gelben Aufkleber abdeckst. Ich wurde nämlich in den letzten Videos darauf aufmerksam gemacht, dass ich Noah für den gelben Aufkleber kritisiert habe. Ich habe in diesem Video sehr darauf gewartet, dass man das bei dir nochmal sieht. Aber ich bin gerade enttäuscht, dass deine Handschuhe da drauf liegen. Ist clean zu bleiben, keine Warnings. Boah, das wird eine Challenge in 400. Jetzt kommt Noah, oder? Ja, mein Streaming-Titel heißt schon... Oh, Noah hat den Aufkleber auch weggeschnitten. Man kann es nicht mehr sehen. Was ist da los, Jungs? Ich finde das nicht in Ordnung. Erleben wir 4,5 Stunden ohne TC? Hätte ich auch so... Nummer 1? Das hat trotzdem eine Warning gegeben. Aber egal, ich habe gesagt, ich hole eine Warning im ganzen Rennen. Let's go. Das ist eine Challenge. Das Nummer 2. Also das ist ein Gigatrain. Ja. Du bist ungefähr 8,5 Sekunden dahinter. Wie? Ich hab... Oh, ich hab... Marco, ich hab 0,05. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich mich ich wieder 0,05. Bing. Die war sehr... Jo, ja. Musste in der letzten Runde passieren. Instinkt. Das sah knapp aus. Kommt da was? Uff. Hä, wo? Nee. Digga, ich war... Hä, wo jetzt? Ich hab nicht mal dran gedacht, eine Warning zu holen gerade. Oder geholt zu haben. Digga! So, weil hier hast du auf jeden Fall keinen Fall bekommen. So, hier. Zack, Silter. Zack, hier. Bing. Wenn man das jetzt als Track-Limit sieht. So, dann hast du halt Bing. Mal irgendwann deine Handgelenke, die dir sagen... Dingi. Ah, ich fühle den Schmerz in Noah. Ich fühle den Schmerz in Noah so sehr gerade. Oh, Imola ist einfach so toll. Hm. Digga, ich hab... Aber Noah, weißt du, falls du irgendwann mal in den Genuss kommst, iRacing auszuprobieren, das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Alter, da gehst du richtig tilt, Junge. Imola in iRacing ist noch maximal beschissener als das in ACC. Ah, nee. Ich fahr einfach da nicht mit. Ich wusste noch nicht mal, dass wir wieder... Oh, da ist der gelbe Aufkleber. Lieber Barbex, kannst du bitte den gelben Aufkleber abmachen? Bitte. Bitte, Jungs. Wie sieht denn das aus? Das ist ja, als wenn du dir eine Waschmaschine kaufst, weißt du, und an der Seite ist immer noch diese riesige QR-Code-Zeug dran. Das kann man noch abmachen. Mensch. Guck mal, so ein richtig schönes schwarzes Ding und so dieses gelbe Feld nicht mehr. Komm. Innehaben. Ja, Marco, ich habe das jetzt in 2 Runden geholt. Das Geile ist, ich habe jetzt auch eine Warning, dürfte ich mir rein theoretisch erlauben. 12 seconds later. Bing! Ist er das schon direkt? Jo. Ebola ist so scheiße manchmal. Ja. Alter, ich greif dich an mit so einem Schimmer. Beruhigen Sie sich. Oh oh. Was? Männer, seid ihr da? Hi. Was? So ein Schimmer. Beruhigen Sie sich. AMD Grafikkarte, Chat. Kapi. Was? Männer, seid ihr da? Ich liebe es, wenn so ein Scheiß einfach random passiert. Du bist den ganzen Tag am Fahren und irgendwann einfach so, bing! Alter! Oh, schön. Ein tolles Video. Das war wirklich ein tolles Video. Das war supi. Das hat mir sehr gefallen. Ich muss das jetzt ganz kurz mal fragen. Da draußen, hat jemand von euch noch seinen Aufkleber auf der Wheelbase drauf? Den gelben? Ich frag für einen Freund.